Es waren wieder einmal die Renditen, die die Aktienmärkte unter Druck gebracht haben, vor allem die US-Tech-Werte unter Druck gebracht haben. Aber kommt heute am Freitag, am Hexensabbat, eine Gegenbewegung. Wir sehen nämlich, dass die Anleiherenditen ein bisschen fallen. Und das könnte sich heute fortsetzen. Warum will ich in diesem Video zeigen? Das wäre dann nochmal eine Erholungschance, vor allem für die US-Tech-Werte. Aber jetzt kommt ja das frische Geld durch den Stimulus an die Märkte. Die Amerikaner wollen jetzt zocken und das könnte für reichlich Volatilität sorgen, vor allem jetzt eben an diesem Hexensabbat, der normalerweise ohnehin ja schon etwas volatiler ist. Schauen wir uns mal das gestrige Geschehen an den Märkten an. Dow Jones, der sich ja immer am besten hält, zuletzt minus 0,46%, S&P 500 1,5% und Nasdaq 3%. Interessant, auch der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, der eigentlich der beste Index seit Anfang November, seit dieser Impfstoffgeschichte ist, der hat sich richtig oder ist auch gestern richtig unter Druck gekommen, auch fast 3% verloren und wir sehen den VIX, also die Vola, wenn man so will, um 12% gestiegen. Das war ein Schluck aus der Flasche. Schauen wir uns mal die einzelnen Sektoren an, dann sehen wir wieder Financials. Klar, die Renditen steigen und die Zinskurve versteilt sich. Fristentransformation, gut für die Banken, die Margen werden besser. Deswegen gestern neue Allzeithochs, JP Morgan, Goldman Sachs, wie sie alle heißen, gut gelaufen. Industrials, also der Reflationstrade, da ist man fast mit einer Null rausgekommen. Immerhin, wir sehen Utilities halten sich weiter gut, also diese defensiven Sektoren und wir sehen unten, ganz unten Technology und vor allem Energy. Ich glaube, Öl gestern mit dem stärksten Abverkauf seit letzten September. Über 5%, phasenweise 8% ging es da nach unten. Und das ist jetzt eine neue Komponente. Wir sehen, dass Rohstoffe unter Druck gekommen sind, die ja sehr, sehr gut gelaufen sind. Und da könnte sozusagen auch mal ein Rückschlag drohen, sodass wir dann wieder die Rotation aus der Rotation bekommen. Also diese Indizes wie Dow Jones, wie Russell 2000, die könnten möglicherweise jetzt ihre lange Outperformance, die sie in den letzten Wochen, gar Monaten hatten, vielleicht mal ein bisschen wieder korrigieren. Das wäre zumindest ein sehr denkbares Szenario. Und ausschlaggebend für all das ist ein Stück weit Jerome Powell, respektive die Fed und vor allem die Aussagen von Powell auf der Pressekonferenz. Jetzt ist die Fed offiziell hinter der Kurve, so eine Kritik eines Analysten. Und das könnte sehr, sehr teuer werden. Denn die Grundfrage, die sich stellt, ja, was ist denn ein moderates und vor allem temporäres Überschießen der Inflation? Das ist genau der Punkt, den die Märkte der Fed ja nicht abnehmen. Die sagen, da kommt viel mehr Inflation, dadurch müsst ihr viel stärker auf die Bremse treten, als ihr jetzt wahrhaben wollt. Deswegen wetten im Prinzip die Märkte gegen die Fed und der Druck wird immer größer auf Jerome Powell. Hier zum Beispiel CNBC, Maestro in Turmoil oder Markets in Turmoil, so die Schlagzeile, dann hatte jemand das mit einer Fotomontage mit dem Maestro und dementsprechend mit Jerome Powell sozusagen ersetzt. Aber es ist auch in den USA durchaus Kritik über den Auftritt von Jerome Powell hier vorhanden, indem man sagt, ja, das war einfach zu wenig, da wird mit dem Rentenmarkt gespielt, dazu gleich mehr. Jetzt aber hat der Jerome nächste Woche gleich drei Auftritte am 22., 23. und 24. Und da könnte er also wieder ein bisschen was gut machen, wenn man so will. Powell ist ja immer lernfähig, sobald die Märkte dann deutlicher unter Druck kommen, ändert er plötzlich seine Meinung. Siehe Bilanzreduzierung auf Autopilot, wir werden die Zinsen anheben etc. Nicht zuletzt hat er ja auch ein ziemlich dickes Portfolio, zum Beispiel im Spider S&P ETF und mit den Russell ETFs. Und hier sehen wir mal genau, worum es da geht. Wir sehen hier die massive Versteilung der Zinskurve, die hier also schick ist für die Banken, aber schlecht ist eben vor allem für etwa den Haussektor, also den Immobiliensektor. Und wir sehen hier mal im Vorfeld eine ähnliche Situation, Versteilung der Zinskurve. Und ab einem gewissen Maß wird es dann ungemütlich für die Aktienmärkte. Und wir haben ja parabolische Anstiege sowohl bei den Immobilienmärkten in den USA als auch eben bei den Aktienmärkten. Das wird dann ein bisschen kritisch.
nicht mit dem Rentenmarkt spielen, so heißt es. Ganz anders dagegen die EZB. Lagarde, völlig anderer Kurs. Sobald die Renditen nur ein bisschen zuppeln, wird schon verbal interveniert. Mit uns nicht so die Botschaft. Die deutsche Staatsanleihe, die 10-jährige Bundesanleihe, irgendwo bei minus 0,3%. Und Lagarde spricht davon, ja, also da wäre doch ein bisschen zu viel Optimismus in Sachen Konjunktur der Fall, der sich da in diesem Anstieg der Renditen widerspiegeln würde. Bei minus 0,3%, Madame Lagarde. Aber das ist natürlich alles Bullshit, was sie da sagt. Die Message ist aber klar, ich schicke dir ein Schweinsohr nach Hause, liebe Investoren, wenn ihr wagt, uns herauszufordern und eben wie in den USA die Renditen nach oben prügeln wollt. Insofern also der europäische Bondmarkt nach wie vor direkt an der Kantare der EZB, und Paul hat diesen Bondmarkt eben laufen lassen, und so läuft er denn, und es gibt eben eine starke Motivation für diesen Bondmarkt. Und hier sehen wir mal die Wachstumserwartungen, die Unterschiede in den Wachstumserwartungen zwischen den USA und den G9, also den großen anderen neuen Wirtschaftsnationen. Die sind nicht so toll, während die bei den während der dunkelblaue Chart hier nach oben schießt. Das ist der A-Dollar bullish auf der einen Seite, aber eben auch so, dass die Gelder dann eben in den Dollarraum fließen, vor allem eben, weil man jetzt eine Differenz hat von ungefähr 2 Prozentpunkten, wenn man eine 10-jährige US-Staatsanleihe kauft, im Vergleich zu einer 10-jährigen deutschen Staatsanleihe, die als Benchmark für den europäischen Anleihenmarkt insgesamt gilt. Also das ist eine gewisse Differenz mit 1,7%, da kann ich schon mal was anfangen. Das ist inzwischen mehr als die Dividendenrendite im S&P 500. Bedeutet faktisch, wenn ich jetzt so eine Staatsanleihe kaufe und ich kriege meine 1,7%, dann ist das genauso gut wie die Dividendenrendite im S&P 500, gesetzt den Fall, die Aktien würden sich nicht weiter bewegen, also rauf oder runter, aber ich habe mit der 10-jährigen dann eben kein Risiko oder zumindest kein eklatantes Risiko, Ausfallrisiko, sofern Staatsanleihen aus den USA sicher sind. Heute Morgen jedenfalls kommen die Renditen ein bisschen zurück. Den Grund möchte ich gleich vielleicht thematisieren. Wir sind wieder unter die 1,7er Marke gefallen und wir sehen hier Copper-Gold-Relation, immer sehr wichtig, praktisch ein Vorlaufsignal für die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Zuletzt runtergekommen, die Rohstoffe wieder etwas schwächer. Könnte also bedeuten, dass wir hier ein Vorspiel haben für fallende Renditen. Jetzt haben gerade die sogenannten Primary Dealers, also die großen Banken, die die Staatsanleihen vermitteln an die Wertekundschaft, die haben massive verkauft jetzt in den letzten zwei Wochen über 80 Milliarden, weil es eben um diesen SLR Extension geht, die Supplementary Leverage Ratio. Das, was also den Banken, wie hier Jim Bianco schreibt, ermöglicht, viel mehr Hebel einzusetzen, gerade bei Staatsanleihen, weil diese eben nicht gezählt werden, wenn es jetzt um Eigenkapitalanforderungen geht, durch diese SLR Relief. Und das bedeutet, die Geschichte läuft am 31. März aus. Jetzt muss die Fed sich äußern. Sie hat nicht mehr viel Zeit. Normalerweise trifft sich die New Yorker Fed immer an einem Montag. Und jetzt könnte es sein, dass die Märkte sich sagen, wenn die jetzt doch diese Verlängerung machen, gesetzt den Fall, dann würde das sehr, sehr positiv sein für die Kurse der Staatsanleihen, mithin also wahrscheinlich die Renditen unter Druck bringen. Denn es gibt dann für die Banken keinen echten Grund mehr, diese Staatsanleihen zu verkaufen, weil sie ja nicht praktisch hier Eigenkapital in Anspruch nehmen, und Eigenkapital ist das Gold der Banken. Dementsprechend vielleicht jetzt vor dem Wochenende schlichtweg Gewinnmitnahmen auch da in diesem Sektor bei denjenigen, die auf steigende Renditen respektive fallende Anleihekurse gewettet haben. Und jetzt kommt noch ein Punkt hinzu, aber, und das macht die ganze Geschichte tricky, wie hier Jim Bianco schreibt, dass die Demokraten wie Elizabeth Warren zum Beispiel sehr dagegen sind, dass diese Maßnahme verlängert wird, weil sie sagen, ja, das ist wieder ein Geschenk an die Wall Street, dann könnt ihr schön die Dividende erhöhen und euch schön wieder die Taschen voll machen. Wolle man nicht. Und jetzt ist ja blöderweise die Partei auch an der Macht, von der, wo der Elizabeth der Mitglied ist. Also da ist natürlich jetzt eine andere Situation, auch für die Fed. Die muss da jetzt auch politische Dinge mit berücksichtigen. Das wird eine ganz heiße Geschichte, dieser SLR-Relief. Der wird sehr, sehr wichtig nach meiner Auffassung. Wenn das nicht verlängert wird, könnte es nochmal richtig bumsen. Wenn es verlängert wird, dann könnten wir eine saftige Rallye an den Märkten sehen. Aber wie gesagt, da ist jetzt auch Politik im Spiel. Das ist wichtig zu wissen. Jetzt schauen wir uns mal die Märkte an.
Wir sehen hier den S&P 500, der ja nach oben ausgebrochen ist, möglicherweise dann auf diese nach oben durchbrochene Trendlinie wieder aufsetzend wird, eben da Unterstützung findet. Und wir sehen unten den Triple Q, der möglicherweise jetzt eben nach wie vor das Potenzial einer inversen Schulterkopf-Schulterformation hat, dadurch dann deutlich höher steigen könnte. Oder er wird jetzt sozusagen diese Nackenlinie oben, die inverse Nackenlinie, wenn man so will, nicht mehr durchbrechen, Charts von Michael Silver, by the way, und dann vielleicht sogar dieses Verlaufstief brechen, das wäre dann extremste negativ, wird vielleicht ein Stück weit auf diesen SLR Relief ankommen, aber schauen wir uns mal den Nasdaq im übergeordneten Bild an, nicht so viel passiert, ne? Also muss man sagen, da ist natürlich auch ein parabolischer Anstieg der Fall, der natürlich jetzt durch den Anstieg der Renditen ein bisschen in Frage gestellt wird. Jetzt kommt ja das Helikoptergeld nochmal durch die Regierung und hier wird jetzt mal eine Umfrage veröffentlicht, wo die Amerikaner gefragt werden, ja, was willst du denn anders machen mit diesem Stimulus-Check im Vergleich zu den Stimulus-Checks, die du in 2020 bekommen hast. Und wir sehen, es gibt eine, hier sehen Sie das rechts, eine deutlich erhöhte Neigung, das zu investieren. Das ist deutlich nach oben gegangen. Man will auch mehr Vacation und Travel, also ein bisschen mehr Reisen, ein bisschen mehr Housing machen, aber weniger jetzt diesmal Lebensnotwendigkeiten, Nahrung etc. kaufen. Jetzt finanziert also, wenn man so will, die US-Regierung das Daytrading. Das macht natürlich Sinn, wenn ich ein Defizit von gut 16% zum BIP habe, also die Maastricht-Kriterien minimal unterschreite. Jetzt vielleicht noch auch hier dieser Tech-Sektor unter Druck, eben dann auch der ARKK von Cathie Wood unter Druck und wir sehen oben eine Grafik, die zeigt, so wie Tesla geht, geht letztendlich auch der S&P 500, Tesla ja nicht mehr so stark, dagegen deutsche Autobauer, die kürzlich noch sehr unsexy waren, eher stärker. Schauen wir uns heute mal jetzt den Hexensabbat an, verfallen ja Optionen, Futures, Aktienoptionen, Indexoptionen, ich glaube, was noch alles verfällt, weiß ich jetzt nicht, die Moral auf jeden Fall. Jedenfalls sehen wir hier, es gibt weniger Open Interest als zuletzt eigentlich bei den Hexensabbaten. Manche sagen ja, Hexensabbat sei ein diskriminierender Begriff. Okay, ne, lasse ich ja mal stehen. Jedenfalls ne, werden Hexen diskriminiert. Damit indirekt sagt man Frauen diskriminiert, gell? Aber ich meine ja eher das ganz neutral, weil es halt so gebraucht wird, gell? Vielleicht können wir das einmal ganz neutral formulieren. Jetzt jedenfalls steht weniger auf dem Spiel. Das ist zunächst mal interessant, dass da also das Open Interest etwas weniger groß ist. Und jetzt noch etwas Politisches zum Abschluss, respektive auch was Märkte und Konjunktur betrifft, etc. Wir sehen hier, dass die Amerikaner sich getroffen haben in Alaska. Und wir sehen, da ist ziemlich ausgeteilt worden. Chinas Außenminister hat gesagt, ja, keine sehr freundliche Begrüßung von euch, da euer Einleitungsstatement der Amerikaner. Und überhaupt seien doch die Amerikaner Weltmeister in Sachen Cyberspionage. Was? Hä? Ich habe immer gedacht, dass Apple und so und Facebook und so, dass das total sicher ist, gell? Jetzt sagen die Chinesen sowas. Und dann haben wir dann eben auch durchaus diesen Schlagabtausch. Das ist teilweise schon eine ziemlich kühle Atmosphäre. Taiwan wird ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das dürfte das Lebensziel von Xi Jinping sein, sich das noch einzuverleiben. Damit wäre er in der chinesischen Geschichte mit Sicherheit die größte Figur aus chinesischer, patriotischer Sicht seit Mao. Und wir sehen da auf der anderen Seite, dass heute auch wieder Chinas Aktienmarkt abverkauft wird. Da sehen wir den China A50, übrigens in einem Chart von Capital.com, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Und unten sehen wir mal ISM-Indizes aus, respektive Einkaufsmanager-Indizes aus China. Die sind rückläufig. Vielleicht ist daher China eine Art Frühindikator, dass dieser ganze Konjunkturoptimismus doch ein bisschen weit gegangen ist, weswegen auch zum Beispiel der Anstieg der Rohstoffe ein bisschen sehr weit gegangen ist. Weiß man es, aber es könnte durchaus sein, dass also China, die ja viel weniger sozusagen auch geldpolitisch stimuliert haben wie der Westen, dass wir da jetzt schlichtweg eben sehen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Bei uns wachsen vor allem die Schulden in den Himmel und die Bilanzen der Notenbanken und das ist natürlich eine künstliche Geschichte, die da abläuft. Wir verkonsumieren unsere Zukunft bereits in der Gegenwart. Let's be clear, das darf man nicht vergessen. Dementsprechend die Möglichkeit einer Scheinblüte eben gar nicht so ungroß. Und jetzt will ich noch auf einen Artikel von Hannes Zipfel von gestern Abend bei Finanzmarkt Welt hinweisen. Zinsen kommt jetzt, der Bond Crash mit dem Rentenmarkt spielt man nicht. Eigentlich ein Zitat von Bill Gross, ehemals der PIMCO.
Und der Hannes Zipfel zeigt hier auf, dass die Geschichte richtig brenzlig werden kann und dass die Fed früher oder später reagieren muss, sonst macht es Boom. Diesen Artikel werde ich Ihnen unten nochmal extra verlinken, wenn Sie das auf YouTube gucken oder auch auf finanzmarktwelt.de direkt gucken in dieses Video. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Tag. Mal schauen, ob wir diese Gegenbewegung bekommen. Es kommt auf die Renditen an, aber da könnte ich mir vorstellen, da gibt es Gewinnmitnahmen in Sachen jenen, die auf steigende Renditen gesetzt haben, erfolgreich waren und sich sagen: Hey, komm, ich gehe jetzt nicht das Risiko ein, dass mir die Fed diesen SLR-Relief da um die Ohren knallt und dann habe ich Probleme. Also Ihnen das Allerbeste, ich sage Servus und ciao.